Haben Sie den passenden Käufer für Ihre Immobilie gefunden, muss der Kaufvertrag bei einem Notar beurkundet werden. Das geschieht, weil es um große Summen geht und für beide Seiten Rechtssicherheit geschaffen werden soll. Doch was leistet ein Notar eigentlich konkret? Das sagt der Profi dazu. Wenn die Abwicklung über ein Notar-Anderkonto gewünscht ist, also wenn ein besonderes Sicherungsinteresse vorhanden ist, dann wird der Kaufpreis auf dieses Anderkonto eingezahlt, wenn der Notar den Kaufpreis fälliggestellt hat. Und er wird dann ausgezahlt, wenn der Notar die Voraussetzungen dafür sieht. Also ein lastenfreies Grundbuch vorliegt, eine Auflassungsvormerkung eingetragen ist und so weiter. Dann wird das Geld vom Anderkonto weitergegeben an den Verkäufer. Wer die Kosten für den Notar übernimmt, ist übrigens Gegenstand des Vertrages. Kommen Sie auf uns zu. Wir helfen und beraten Sie gerne.